Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 wieder against oder together bis jetzt. Ja, wieder mit dem Jake als Spartaner. Grüße! Grüße! Grüße dich! Spartanern am Apparat, bla bla. Gut, sorry, ja, Jake ist dran. Ich bin still. So, ich habe hier zügellose Piraterie. Geil. Und werde die rekrutieren. Willst du eine Flotte aufmachen? Möglich. Möglicherweise. Ich nehme jetzt gleich zwei Seestädte ein, also ganz blöd wäre es nicht. Wie geht's uns denn? Ihr seid alle wieder voll oder fast voll. Das finde ich. Und meine Armee. Du erinnerst dich, was ich glaube, kurz vor Ende letzter Folge gesagt hatte, von wegen, ja. Öffentliche Ordnung in Pulpudeva? Ja. Jetzt bin ich mit beiden Generälen aus dem Teil der Provinz, den ich eingenommen habe, rausgegangen und jetzt habe ich minus 18. Schön. Na, das geht schon mal schnell. Ja. Ja, das Ding ist, bei 100 kommt wahrscheinlich wieder ein Aufstand dann. Ja, ziemlich sicher. So, egal, sobald ich die ganze Provinz habe. So, gut. Die Rache von Atlantis. So, Admiral. Dann bewegen Sie mal Ihren Hintern. Hier hoch, wenn ich bitten darf. Ah, warte. Jetzt hier hin, bitte. Ducker, ducker. Schon fies, die Rache von Atlantis ist halt auch wieder so eine, ja, Decoy-Armee, so. Also ja, wieder für den Arsch. Das ist halt auch wieder so ein... Ja, aber Dings, der Name von ist so cool. Athene, Anhänger der Athene oder so. Warte, bist du eigentlich ein echter General oder bist du ein Politiker? Ein echter General. Er ist tatsächlich ein General. Da müsste ich ihn eigentlich besser nutzen. Ich habe hier drüben... Ah ja, das wollte ich vorhin schon gucken. Hier drüben glaube ich jetzt auch eigentlich keine Feinde mehr auf diese... Das heißt, ich kann den da auch rüberziehen. Die Frage ist, ob das sich noch... Drei Runden. Sehr gut, auf geht's. Auf. Und dann sind wir fertig. Fertig. Wäre halt jetzt absolut typisch, wenn mir jetzt halt Rom irgendwie den Krieg erklären würde oder so. Ja, wow.
Ja. Warte. Mal schauen, ob er mich da in Ruhe lässt, aber ich glaube nicht. Ja doch, er lässt mich in Ruhe. Yes! Ich kann wahrscheinlich mit meiner Flotte nochmal fliehen. Uhu! Yay! Hat er jetzt seine Siedlung da aufgegeben oder was? Was will Persien jetzt schon wieder von dir? Was ist? Was Persien schon wieder von dir wollte? Oh, nix, die haben für mich jemanden gekillt, was ziemlich gut war. Sind die eigentlich Klientel von dir? Nicht, ja. Oder? Doch. Ja. So. Lalalala. Dann geht's mal hier ans Eingemachte. Willst du eine. Ja. Ja, auf geht's. Echt? Na gut. Ja. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber. Ja, eine ziemlich sichere Belagerung, aber. Belagerung gefällt dir ja immer. So. Let's try it out. Ja. Ja, es sind aber halt keine Spartaner. Ja, aber weißt du noch, letztes Mal, du hast, glaube ich, über die Hälfte von meinen Einheiten einfach vernichtet. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte da Spartaner gehabt. Ja, das werden wir früher oder später herausfinden, du. Also ich besitze nach wie vor die Hoffnung, dass ich, bis du kommst, rüstungstechnisch auf einem anderen Level spiele als jetzt. Naja, das wird hundertprozentig der Fall sein. Ja, ja, aber ich meine halt auf einem wirklich bedeutend anderen Level. Hm. Also guck mal, ich habe jetzt eine Einheit mehr als vorher oder so, sondern. Eure Befehle, mein Herr. Hier, schau, gehst du auf Brücke Tower. Gehst du auf gut. Brücke Tower? Was? Was ist los bei dir? Hey, Kollege, was habe ich hier? Sklaven, Steinschleuder, machen deinen Kopf kaputt. Super. Ich erwarte eure Befehle. Bohre dir die Schiebe. Was? Rache? Hier, guck mal, ich habe eine schöne, stabile Steinmauer. Burschen, ihr sollt euch in die andere Richtung stellen. Malaka. Was ist los? Stellen sich auf die falsche Seite von der Brücke. Zu Befehl. Ich erwarte eure Befehl. Also von der Mauer meine ich natürlich. Natürlich. Wieder falsch müssen. Wachsen. Denkt ihr, ich sag euch das zum Spaß? Mhm. So. Der General ist so funny, Jung. Es ist härter als Bondo und Minas Tirith. Oha. Dann kann ich ja jetzt schon aufgeben. Eigentlich schon, ja. Bogenschützen hier in einer Reihe aufstellen kann. Die verdunkeln den Himmel, ja? Oh ja. Yeah. Könnt ihr im Schatten kämpfen? Das Krasse ist eigentlich, dass man bei dieser Stadt sogar zweimal Belagerungen spielen könnte. Ja? Weil, ja, es sind ja zwei Städte, mehr oder weniger. Also weißt du, die Stadtmauer in der Mitte noch? Also bis man drüber ist. Und also wenn der Gegner sich drüben aufstellen würde,
Oder wenn ich von der anderen Seite aufstellen, mich aufstellen würde, dann könnte der andere mich reinlassen und quasi ja, sich auf der mittleren Mauer positionieren und die ganze Zeit runterballern. Während da die Schlacht tobt. Ja, egal. Nubische Sperrkämpfer. Was ist los? Haben nur meine Einheiten noch. Ja. Ah. Cool, ich habe einen schwebenden Zaun gefunden. Was? Siehst du mal, was ich alles hab hier? Ja, in meiner Hut. Jetzt weißt du, warum ich die Stadt erobern will. Du hast die Schwebetechnik erfunden. Wusstest du schon immer das? Schwabbel da. Du bist in Schwerkämpfe. Irgendwie heulen die ein bisschen rum, oder was? So witzig. Nee, das sind halt Noobs in Schwertkampf. Ja, deswegen sind es auch Speerkämpfer. Ja. Mupsi. Nee, ja. I'm ready. Okay. Was denn? Ah, wow, ich kann links vom Tor gar nicht an die Mauer ran. Ja, weil da meine Bogenschützen stehen. Nein, weil da Steine sind und die Leitern mögen keine Steine oder keine Ahnung warum. Ja, was ich eigentlich sagen wollte. Ja. Er hat gerade gesagt, würde uns doch nur ein würdigerer Feind gegenübertreten. Ey, der hat keine Ahnung, wer ich bin. Was glaubt der eigentlich? Hallo! Wenn der wüsste. Warte mal, das bedeutet dann, dass diese Bogenschützen hier vollkommen sinnfrei sind. Alle genauso gut hier hinstellen kann. Oder sogar. Wir erwarten eure Befehle. Durchbrecht die Linien. Zerstückelt sie zum Einsatz. Schneidet sie in Stücke. Steinschleuderer. Führt immer durch. Leichte Kavallerie. Kavallerie vorrücken. Nahkampfkavallerie. Steinschleuderer. Ra. Wir erwarten eure Befehle. Die Geniere erwarten eure Befehle. Wiederhol. Schild mal. Ja, Kommandant. Nee, was? Dir da gar nicht so bequem zu machen mit deiner Leiter an der Mauer da, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben jetzt. Warum denn nicht? Willst du gleich sehen? Nein, das sehe ich jetzt schon. Zu eurem Dienst. Defensivposition. Schneidet sie in Stücke. Macht sie kaputt? Kaputt?
Zu euren Diensten! Sucht euch eure Ziele! Pekeniere! Doppelter Geschwindigkeit! Schnelles Marschieren! Wir erwarten eure Befehle! An die Waffen! Unser General wird angegriffen! Nahkampftruppen erwarten Befehle! Pekeniere! Zu Befehl! Schneidet sie in Stücke! Hey lol, warum ist das Tor offen? Weil deine Steinschleuderer da rausgeflohen sind. Aber ich kann da nicht durch, also keine Sorge. Das ja, das Ding ist, dass jetzt noch andere Einheiten meinen, sie müssten da durchrennen. Achso. Ja, naja, warum denn nicht? Also. Ist bestimmt lustig. Piken-Infanterie zu euren Diensten. Ich erwarte eure Befehle. Greift ihre Positionen an! Zu Befehl! Was bringt lose Formation? Bei Artilleriebeschuss zum Beispiel. Ah, macht aber anfällig für Nah- und Stürmer. Genau. Ich erwarte eure Befehle. Mir nach! Zu Befehl! Schneidet sie in Stücke! Pekeniere, erwarten eure Befehle! Wir erwarten eure Befehle! Steinschleuderer! Schnell! General! Defensivposition! Pekeniere! Heerbahn, Pekeniere! Piken! Durchbrecht die Linie! Ja, Kommandant! Eure Befehle? Zu euren Diensten! Piken-Infanterie bereit zu euren Diensten. An die Waffen! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Hey Boys, das reicht mir jetzt mit euch, weil auch mit dem Geplänkel und ballert. Einfach mal ballern hier. Piken bereit! Heck! Schneidet sie in Stücke! Zu euren Diensten. Pekeniere! Schneidet sie in Stücke! Männer wank! Mit dem halb angekreideten, das sind. Der Kavallerie, oder? Was? Eine unserer Einheiten hat Kavallerie die gesamte Munition wo der halbe Kreis so ausgemalt ist. Das sind Sturmkavalleristen, oder? Nee, das ist Nahkampf-Kavallerie. Also ganz normale. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Sturmkavallerie, oder? Das ist ein schändlicher. Die haben ich weiß nicht mehr. Also ich. Kannst du da jetzt eigentlich rein, wenn ich wieder zurücklaufe? Weiß ich nicht. Mal schauen. Silberschild-Schwertkämpfer! Nee, ich glaub nicht, nee. Schnelle Nahkampf-Kavallerie! Schnell jetzt! Kavallerie, vorwärts, reitet los! Schnell vorrücken! Kommandant! Doppelter Geschwindigkeit! Zu bereit zum Einsatz! Pekeniere! Erwarten eure Befehle! An die Waffen! Eine gesamte Einheit ist umgekommen! Erwarten, Pekeniere! Hey, vorrücken! Zurück! Steinschleuderer! Pekeniere! Uiuiui! Eine gesamte Einheit ist umgekommen! Doppelte Geschwindigkeit!
Ich erwarte eure Befehle. Unsere Feinde haben einen Turm eingenommen. Doppelte Geschwindigkeit! Leichte Kavallerie! Leicht zum Einsatz! Vorwärts! Zu euren Diensten! Schnell vorrücken! Steinschleuderer! Schnelles Massieren! Pferde können halt nicht auf die Mauer hoch, ne? Doch, meine schon. Beliebte Pferde, die können da. Lol, da rennt noch irgendwas von meinen. Ey, das ist ja gemein, der Turm. Kannst du dem Tor auch sagen, er soll aufhören, auf meine Bogenschützen zu schießen? Nee, der soll weitermachen. Das ist unsportlich. Ja, ich find's sehr sportlich. Wie ihr bangt jetzt hier. Solange bis ihr aufgibt hier. Würdet ihr mir die Freude machen zu laufen, ihr Lümmel? Ihr Lümmel. Engel. Hey, und die da drüben fangen einfach an zu rennen, obwohl gar nichts war. Was ist denn das für ein Moralverhalten? Ein anderes als bei deinen Spartanern. Ja, die sind noch nicht mal in Gefahr und fangen schon an zu rennen. Weißt du, deine Truppen stehen gerade irgendwo am Arsch der Welt und die sind hier und scheißen sich ein. Naja, Arsch der Welt, also ich bin in deiner Stadt drin. Ja, und jetzt? Ja, keine Ahnung. Es ist halt Arsch der Welt, ja. Bist irgendwo weit, weit weg. In einer weit, weit entfernten Galaxis. Okay. Schnell vorrücken! Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit! Hört der Turm? Nee, okay, er hört erst auf. Bogenschützen! Befehl verstanden! Leichte Kavallerie! Jetzt solche. Verweichlichten Bengel! Oha! Da ist jetzt Rense aus dem anderen Stadtbau raus. Bogenschützen! Doppelte Geschwindigkeit! Wir haben einen Turm eingenommen! Pikeniere! So. Deine schönen. Uiuiui, schon wieder. Ja, das sind immer die ganzen Firmen, die anrufen. Achso. Ja, warum nicht? Ja, wir sind von der Strom-Dings GBY und. Ich würde gerne den Herrn Sohn. Ja, der muss arbeiten. Jeder andere normale Mensch um diese Uhrzeit. Ach so, tut uns leid. Dann probieren wir es ein andermal. Wir haben die Tore eingenommen. Ja, schon. So, ja, naja, ja, er arbeitet halt. Leichte Kavallerie! Oh, Mann. Ich muss halt jetzt die ganzen Türme einnehmen, die extrem viel Schaden machen an mir. Weißt du, meine nächste Einheit. Ist jetzt wirklich so weit weg von jeder auch nur annähernden Gefahr. Und rennt trotzdem. Schnelle Reiter zu euren Diensten. Wie ihr befehlt. Schildschwertkämpfer! So. Warte, die rennen mal wieder zurück, sonst sind sie tot.
eure Befehle. Befehle. Geschosse bereit zum Einsatz. Hier ich jetzt wieder gefangen, oder wie? Leichte Kavallerie! Vorwärts! Ja, nett. Wo bist denn du noch? Pika Infanterie zu euren Diensten! Doppelte Geschwindigkeit! Silberschild, Schwertkämpfer! Du weißt schon, wenn ich die Hauptplätze einnehme, habe ich gewonnen, ne? Ja. Okay. Kann dich aber mit zwei fast toten Einheiten. Ja, klar. Dann nur noch bedingt von abhängen. Musst du nur diesen einen Platz einnehmen oder musst du den anderen da hinten auch einnehmen? Ja, du wirst mich jetzt verarschen, oder? Vielleicht. Warum? Du willst jetzt die zwei Einheiten platt machen, die wanken draußen stehen. Hey, alles was tot ist, ist tot. Ja, das stimmt auch wieder. Oh, der ist alleine. Das sind zwei alleine. Ja, zwei alleine oder einer alleine, ist doch fast total. Du bist doch echt gemein. Leichte Kavallerie! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick! Seid so dumm. Aber es hat funktioniert. Geil, ran da! Oh, du bist so gemein. Unser Feind hat einen Siegpunkt verloren. Also, den Rest fetzt sich in deine Phalanx rein. Oh, jetzt sind die sogar noch eine Stufe aufgestiegen. So nett bin ich. Verstanden. Knapper Sieg. Knapper, knapper. Uiuiuiuiui. Ah. Ah, also, aber... Schau mal, du hast 440 von mir getötet und ich habe 900 verloren. Diese scheiß Türme. Und Flucht. Oh. Ein paar von dir habe ich zur Flucht gekriegt. So, 5 oder so. Ja, ich habe 4 verloren. Also 4 Einheiten. Was willst du mal? Ja. Jetzt komplett neu rekrutieren und ach, das wird mir stinken. Bei dem, was lustig ist, 2 hast du jetzt gerade am Schluss getötet. Voll fies. Sonst hätten die auch überlebt. Ja, wobei der eine, der hatte nur 2, der hätte auch verloren. Aber er wäre noch da gewesen, hätte die Einheit nicht neu rekrutieren müssen, was teurer ist. Ja, ich weiß nicht, ob er eben überlebt hätte, weil mit 2 überlebt man eigentlich nicht mehr. Er hat nur geblinkt, er war noch nicht weg. Ja, aber wenn zu viele gestorben sind, dann sterben, also dann kommen die halt trotzdem nicht mehr zurück. So. Der kommt auch zu. Ja, ich bin sicher gegangen. Ja. Ich weiß. Und die Weise mussten sie sich nicht mal mehr Sorgen machen, dass sie bekommen oder nicht oder schon oder auch oder wie auch immer. Jetzt ist ganz sicher. Definitiv. Ja, stimmt. Nee, das ist blöd. Einfach mal Krieg erklären. So,
Du schipperst mal ganz schnell wieder nach Hause. Hä? Oh. Gut. Der kann nicht, also die Flotte von mir kann nicht mehr wegschippern, weil die eingesperrt wurde. Cool. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir die Folge fertig. Jo. Und dann... Nein, ich will das nicht abreißen. Und dann, ja, sehen wir uns die nächste Folge wieder. Gut. Bis dann. Bis dann. Bye bye. Servus. Tschüss. Genau. So.